Hallo Leute, neue Folge Vanished. Und wir starten hier gerade unser erstes Dorf ohne Tutorial, ja. Und die Leute wollen alle ein Haus. Sie haben aber noch kein Haus, deswegen bauen wir jetzt ein Haus. Und zwar genau. So. Und dann müssen wir jetzt natürlich ein Stückchen auswählen, wo Wald removed werden darf. Dann nehmen wir einfach mal das hier. Da kann man direkt ein bisschen Platz schaffen hier. So, Leute, ihr habt Arbeit, gell? Schon mitbekommen? Arbeit. Oh, ja, ihr macht schon was. Aber du da, hallo? Du da unten. Ich seh dich ganz genau, ja? Man kann dich nicht näher hinzoomen. Irgendwie nicht so, gell? Du da hinten, wo gehst denn du hin? Hallo. Also wenn ihr zu zweit in den Wald gehen würdet, dann würde ich ja schon denken, was ihr macht, aber alleine, ich weiß ja nicht. Ist ja alles ordentlich, die Steine rübertragen. Ja, Leute, macht mal erstmal die Häuser hier fertig, bevor ihr hier irgendwo. Okay. So, hier. Boah, das war aber knapp. Das ist fast seine Kollegin erschlagen hier. Boah, hast du gerade gesehen, wie die gerade den riesigen Stapel aufgehoben hat? Solche Leute braucht man da noch mehr. Boah. Der hier auch. Oder die, keine Ahnung. Der, die, das. Keine Ahnung. So, komm. Wir haben schon ein ziemlich volles Lager hier, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Ich glaube, da kann man auch mal ein größeres noch dazu bauen, kann das sein? Was ist das alles hier? Das ist ein Wege, okay. Nein, Kollege. Jetzt aber. So, jetzt haben wir so schöne Wege hier. Brücken. Brauchen wir irgendwie einfach Brücken hier irgendwas in die Mitte in die Landschaft rein. Wo waren hier? Ah, hier irgend sowas. Und Storage Barn. Das ist Storage Goods. Okay. So sieht es irgendwie besser aus. Ich habe schon so eine. Ja dann. Da brauchen wir die Scheiße ja nicht. So. Moment, dann packen wir noch ein zweites so ein Ding hier daneben. Könnt jetzt auch so ein Zeug abstellen, versteht ihr? Market. Wo könnte man denn das Ding anschalten, dass einem dieses Fenster mit den ganzen. Ah, hier, das hier, genau. Dass man jetzt sieht, wie viele Sachen wir schon haben, okay. Aber was ich noch machen wollte, was eigentlich schon Vorteile hätte, ja. Also mal wählen wir nochmal eine Area aus, wo abgeholzt werden darf, weil ich meine, wir sind hier quasi schon wieder fertig. Machen wir mal das Stück hier. Weil da hinten soll ja. Da soll ja Wasser hin, versteht ihr? Also hier soll. Nicht Wasser, sondern das soll halt so ein Hafen hin. Ja? Und da können sie direkt hier das abholzen und dann. Die Sachen hoffentlich auch hier lagen. Ich hoffe, das funktioniert. Dass es das richtig ist, weil das Ding hier ist schon fast vollgelagert hier. Übrigens, die Häuser könnt ihr auch mal weiterbauen, gell? Also, es spricht nichts dagegen eigentlich. Oder? Aber ihr könnt natürlich auch erst das Holz abbauen. Aber ich glaube, es sind gerade alle bei der Arbeit, oder? Was machen die da hinten? Ah, sieht nicht so nach Arbeit aus irgendwie. Okay. Hat bei der Arbeit. Da merkt man, die wollen endlich ihre Häuser haben. Remove roads. Collect iron. Okay, okay. Was kann man hier hinbauen? Herbalist. Forest Lodge. Woodcutter.
Woodcutter können wir auch mal bauen. Müssen wir aber nochmal so einen Weg hinbauen hier. Müssen den Weg verlängern, so. Sehr schön. Aber wir bräuchten natürlich auch noch eine Forest Lodge. Da steht jetzt schon was und hier kommt was hinbauen. Direkt daneben. Oder eins versetzt. So. Was ist das hier? Current Weather and Temperature. 49 Grad. Oder ich hoffe, es ist 49 Fahrenheit. Was sonst wird es ein bisschen heiß, ne? Count Season of and Number of Years. Ein Jahr ist vorbei. Gerade Frühling, okay. Amount of Storage Logs. 243. Ne, Moment. Was mache ich denn jetzt hier? Junge. Mit Reste kann man es wegmachen, okay. Heightcode und Potato. 34% voll, dann passt ja noch 81%, bis hier 5%, okay. Was ist eigentlich der Vorteil daran, das sowas zu haben? Kann da die Waren irgendwie kaputt gehen durch Unwetter oder so? Oder warum? Warum genau braucht man sowas? Sieht es einfach besser aus oder hat das noch mehr Nutzen? Oder passt da einfach mehr rein auf eine kleinere Fläche? Wer weiß? So, kommen direkt noch mal ein paar Häuser dazu. Kann man eigentlich jetzt sehen. Jetzt merke ich gerade, dass der Weg eigentlich theoretisch. Aber ich kann ihn auch breiter machen, dann ist ja gut. Kostet es mich eigentlich irgendwas? Diese Dirt Road zu machen? Anscheinend nicht. Kann ich einfach einzelne Steine entfernen? Da muss man dann schon wieder so machen. Ihr wisst schon noch, dass hier auch entfernt werden soll alles, gell? Also auch die Steine und so, ne? Also, okay, ihr seid gerade auf dem Weg, dann ist ja gut. Übrigens, ihr könntet auch euer Haus bauen, wenn ihr wollt. Aber ihr könnt natürlich auch erst das Jahr... Ich lasse jetzt einfach mal kurz mal abholzen, ein bisschen vorspulen, Moment. Und dann könnt ihr ja ihr Haus bauen, wenn sie damit fertig sind, hoffentlich. Übrigens könnt ihr jetzt das hier bauen, gell? Das ist hier klar, oder? Ah, jetzt sind sie gerade dabei, sehr schön. Ändert sich ja was? Alle bei 44%. Was fehlt denn da noch irgendwas? Workers need to be. Oh, Moment. Wo kann ich denn einschauen, wer was arbeitet? Ah, hier. Baldas. Woodcutter und Forester. So, jetzt aber. Sehr schön. Manchen fehlt auch ein Haus. Das bedeutet, ich brauche auf jeden Fall noch mehr als die vier Häuser, die jetzt schon stehen. Reserve of food is low. Oh, heh, ja. Moment, wo kann man denn Food? Kann man Food hier auch hier lagern, oder? Okay. Ist das Ding schon voll? Nee, okay.
Wo kann man denn was bauen, wo Food herstellt? Hospital, School, well. Ich glaube hier, oder? Kann das sein? Jobfield. Machen wir uns mal so ein Jobfield einfach. Hier so. Ja. Dann machen wir uns ein Orchard. Direkt dahinter. Nee. Direkt davon gegenüber. So, und dann machen wir uns Pasture genau hierhin. Too small. Wie too small? Ja, wo machen wir es am besten hin? Am besten würde ich mal sagen, eigentlich schon hier so, gell? Also eigentlich. Sag mal, wir machen es einfach hier dahinter so. Ja, passt. So, dann müssen wir so einen Weg dahin machen. Ja. Passt doch. So. Hier soll übrigens das hier gemacht werden und wirken sollen sie auch. Ja. Und hier da drin, das soll übrigens hier Kartoffeln und ist. Hey, Moment, ich verstehe es gar nicht ganz. The number of citizens working at this location looks like in a cycle, so it's the workers. Okay. Hä? Nee. Ist es Citizen? Ich soll jetzt ganz gerne mal hier arbeiten, verstehst du? Wie mache ich das? Follow, nee. Exit Follow Mode. Das war ohne Spaß, Moment mal. Ach jetzt, okay. Ja dann, was ist hier? So. Was kann man hier noch machen? Und da muss man wieder hier irgendwo die Herzmann, Herzmann. Und wenn man jetzt mal hier sagt, ein Workplace. Nee, ist falsch. Oh Gott.
Du willst mich eigentlich einmal verarschen oder was? Sag mal, ich will jetzt einfach sagen, dass hier drin deine Typ da arbeiten soll. Der Herzmann. Junge. Ach komm. Komm, machen wir einfach mal weiter. Wie work is disabled. Oh Gott. Das war ohne Spaß. Ohne Spaß. Oh, es wird Winter, kranker Scheiß. Ja, meine Leute hier verhungern schon quasi. Was soll der Quatsch hier? Sag mal, ist mal ohne Spaß, wie bekomme ich hier... Mann. Wie bekomme ich jetzt sowas? So einen hier drin zum Arbeiten. Mist. Moment. Komisch. Ganz, ganz komisch. Naja, das werden wir nächste Folge rausfinden. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Danke fürs Anschauen. Wir werden nicht vergessen. Tschüss.